Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sneaker Kult. Wir schauen uns heute den Nike Air Max Light OG an. Wenn Nike ein End-80er oder Anfang-90er Air Max Retro rausbringt und das Ganze auch noch im OG Colorway, bin ich immer sofort mit dabei und begeistert und kaufe das eigentlich sofort. Hier der Air Max Light, was ja der zweite Air Max aus der gesamten Air Max Historie darstellt, feiert jetzt seinen 30-jährigen Geburtstag, kam ursprünglich 1989 raus, das wisst ihr. Erster Air Max 1987, dann Air Max 2, der ist heute Air Max Light genannt wird, kam 1989 und man merkt schon so richtig diese Verwandtheit, wie der sich so langsam weiterentwickelt hat. Und von 89 ging es dann in 1990 zum Air Max 3. Ja, und so steht das Modell genau in der Mitte, ist jetzt auch nicht so das beliebteste Modell. Air Max 1 und 90 sind natürlich die weitaus erfolgreicheren Modelle, aber auch der wird nicht vergessen. Das finde ich cool, dass man den zum 30-jährigen Geburtstag auch einen schönen neuen Retro gönnt, der auch gar nicht schlecht geworden ist. Ich kann mich erinnern, ich glaube 2007 war das, als der letzte Retro auch in diesem OG Colorway kam. Der hatte auch so ein paar kleine Änderungen. Der hatte nämlich rote Stoßdämpfer gehabt und er hatte weißes Lining, aber das rote Lining ist auf jeden Fall das historisch korrekte. Dafür hatte der damals hinten das Nike Air in rotem Garn eingestickt, was korrekt war. Jetzt hat man sich hier für das Schwarze entschieden. Insgesamt aber doch ein gelungener Retro. Natürlich nicht exakt und perfekt getroffen. Proportionen sind leicht anders, würde ich mal sagen. Oder auch hier gerade dieser Mud Guard ist hier relativ tief angesetzt. Der war früher etwas höher. Und hier, wo es so hoch geht, war es damals tiefer, auch hinten an der Ferse. Es ging so bis hier runter etwa. Aber dennoch, ich will nicht meckern. Ich finde es schön, dass der rausgekommen ist jetzt zum Geburtstag. Und er gefällt mir insgesamt doch ganz gut. So, er hat natürlich einige Elemente, die wir vom Air Max 90 dann auch schon etwas eher gewohnt sind. Hier dieses variable Schnürsystem aus diesen Plastikparts. Ja, das zieht sich übrigens auch hier unten drunter noch weiter. Ich finde auch den Abstand ganz gut. Die letzten waren da so ein bisschen schmaler gewesen. Es gab eben auch noch die verschiedensten Size- oder JD-exklusiven Modelle. Aber ansonsten auch hier von der Qualität kann man nicht meckern. Ist ähnlich wie der Air Max 1 Anniversary aus diesem Synthetic Suede. So ein Nylon-Mesh, schön stabil, auch die Zunge aus einem Nylon, Air Max Light Label an die Zunge genäht, wie gesagt, rotes Lining, hinten an der Ferse schwarzes Garn, Nike Air eingestickt, dann diese typisch zweigeteilte Sohle, vorne aus Phylon, was so ein bisschen leichter ist und ein bisschen flexibler und hinten aus Polyurethan. Bei den Vintage-Modellen vergilbt das viel mehr als der vordere Bereich. Man oft auf Bildern schon gesehen. Ich habe ihn gerade eben bekommen, mal kurz angezogen und er neigt auf jeden Fall auch zu diesen Falten hier vorne, die wir schon ja seit dem Air Max 1 kennen, vom Anniversary aus 2017. Man sieht es hier schon gleich, diese Falten, die mit dem neuen Shape so ein bisschen gekommen sind. Dazu neigt der Air Max Light auch, ist nicht ganz so auffällig, auch durch diesen schwarzen Mud Guard, aber ich habe mir hier extra mal zwei Modelle bestellt, einfach zur Sicherheit, auch wegen Verarbeitungsmängel, dass man auf jeden Fall ein gutes Paar erwischt. Ich muss sagen, beide sind soweit okay, gibt keine großen Dinge zu kritisieren. Wie gesagt, diese Falte, mit der muss man so ein bisschen leben, gerade wenn man so die Zehen runterpresst, wird das noch etwas deutlicher. Ansonsten ist mir aufgefallen, von der Größe, ja, fällt der ein bisschen kleiner aus als der Air Max 1. Ich bleibe hier dennoch bei True to Size, bei der US 9, die ich sonst auch überall habe, aber er fällt doch merklich ein bisschen kürzer aus. Also wer lieber ein bequemes, bisschen lockeres Laufgefühl hat, der sollte vielleicht eine halbe Nummer hochgehen, gerade wegen der Länge. Für mich ist es okay, ich komme mit meinem Fuß hier so ganz leicht schon vorne in die Spitze, aber es ist für mich noch sehr angenehm zu tragen und ich mag es auch nicht, wenn die zu groß ist, wenn ich vorne zu viel Luft habe, deswegen bleibe ich hier bei US 9, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Insgesamt für mich auf jeden Fall ein Modell, was man empfehlen kann, ist auch was, was nicht jeder hat, sieht man praktisch überhaupt nicht auf der Straße, das macht es für mich auch nochmal sympathisch. Ja, so ein Air Max Modell, was so total unterm Radar läuft, was auch jetzt nicht so viele Fans hat. Aber da auf jeden Fall ein Lob an Nike, dass die jetzt schon im Januar mit solchen Sachen hier kommen. Hätte man sich fast auch schon so für den Air Max Monat im März aufheben können. Ich bin mal gespannt, was sie noch alles geplant haben. Wenn jetzt schon so gute Retros kommen, da darf man sicherlich auf einiges gespannt sein. Wer noch Bock drauf hat, findet den auch noch in, ich glaube sogar allen Größen. Ich habe gerade eben noch mal geguckt bei Size. Ich werde den Link unten noch mal in die Videobeschreibung reinposten. Ansonsten zeige ich euch das Ding noch am Fuß. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Ding haltet. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal
und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.